Herr Neighbor, warum steht bei Ihnen der Hund immer in der zweiten Reihe? Warum muss der Hund immer hinter dem Menschen herlaufen? Ja, das ist schon eine gängige Meinung, die sehr oft in die Öffentlichkeit kursiert, wenn es um National Ownership geht. Und das stimmt so nicht ganz, weil das wäre mir zu dogmatisch. Ja? Weil wir haben ja eigentlich als Mensch, finde ich, eine Aufgabe dafür zu sorgen, dass der Hund nicht nur immer hinterherläuft, sondern dass er Möglichkeiten hat, aktiv zu werden, etwas zu tun. Und das bedeutet tatsächlich auch, dass bei diesen Aktivitäten wir trotzdem ein Auge auf die Sicherheit haben sollten. Und das bedeutet, ich nenne mal ein Beispiel, wo sofort klar wird, nein, der Hund sollte jetzt nicht hinterherlaufen. Wenn ich unterwegs bin mit meinem Hund und da kommen zwei freilaufende Hunde hinter uns her, dann würde ich meinen Hund nach vorne schicken. Weil ich bin der Puffer zwischen der Gefahr, die auf uns kommen könnte, und mein Hund. Weil ich eigentlich eine Elternrolle zu erfüllen habe. Das Gleiche findet statt, aber andersrum, wenn ich in die Richtung von der Straße gehe, ja, dann möchte ich als Erster bei der Überquerung von der Straße sein, beim Bordsteinrand. Und das bedeutet, dass ich gucke, wie es mit dem Verkehr ist, bevor wir überqueren. Wenn ich das vergleiche mit Kindererziehung, dann ist das auch eine Sache, wo Eltern ähnlich vorgehen. Ja? Und trotzdem ist es so, dass es viel zu absolut ist, wenn man sagt, das Kind darf nur an der Hand hinterher dackeln, weil es hätte keine Möglichkeiten, sich irgendwie zu entfalten. Also es stimmt nicht, diese Aussage. Und ich mache mal klar, wie wir vorgehen, wenn es geht um die Umgebung und welche Möglichkeiten der Hund kriegt. Unsere Anliegen bei Natural Dogmanship ist, der Hund ist auf eine positive Weise mit der Umgebung beschäftigt und er ist mehr auf Chancen orientiert. Und dann ist es so, dass wenn wir zum Beispiel eine Ersatzjagd aufbauen mit dem Hund, wir haben verschiedene Futterbeutel versteckt, die er suchen darf, dann schicken wir ihn sogar nach vorne auf große Distanz. Aber der Hund muss sicher sein, ich garantiere seine Sicherheit. Und so muss man das eigentlich sehen. Wenn ich von A nach B unterwegs bin, dann würde ich tatsächlich am liebsten als Erster dort sein, wo wir gemeinsam noch nicht waren. Also wenn ich dann um eine Kurve gehe und ich nicht weiß, was hinter der Kurve ist, dann wäre es mir lieber, mein Hund ist bei mir und folgt. Ja? Wenn dann der Jogger gerade um die Kurve in unsere Richtung gejoggt kommt, dann ist es so, dass ich sehe, okay, der Mann hat keine Unsicherheiten, weil mein Hund ist bei mir. Und das führt zur Sicherheit bei diesem Mensch. Und das gibt Ruhe bei dem Hund. Aber ist diese Herangehensweise, also Sie vergleichen jetzt, oder ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass Sie das mit der Kindererziehung vergleichen. Ist das dann nicht vermenschlicht in Ihren Augen? Also, dass man den Hund vermenschlicht? Das wollen Sie auch nicht, den Hund vermenschlichen. Mhm. Wenn Sie das mit der Kindererziehung vergleichen, hat das ja schon menschliche Herangehensweisen. Es gibt ja natürlich absolut viel Parallele, weil sowohl Mensch als Hund sind beide sozial lebende Säugetiere und leben mehr oder weniger in Familienverband mit Elterntieren, die die Sicherheit gewährleisten. Ja? Und tatsächlich ist es auch bei Kaniden in der Natur so, dass die Elterntiere zum Beispiel, wenn es um den Randbereich geht von deren eigenen Revier, von deren eigenen Territorium, da ist es so, dass die Elterntiere vorne gehen. Also ein Beispiel nenne ich mal, wenn in Bulgarien oder Rumänien Wölfe erschossen werden, dann sind das meistens die Elterntiere. Wenn die Wölfe bemerken, oh, da ist etwas, die sondieren als Erste, wenn die unterwegs sind. Und wenn dann ein Jäger vom Wolf sieht, dann sind das meistens die Elterntiere, die getötet werden. Die Jungtiere, die kommen in die zweite Reihe, tatsächlich. Aber wenn wir ja gucken, dass das nur am Randgebiet vom Territorium ist, wo die fast deren eigenes Gebiet verlassen, dann gibt es ein Kerngebiet im Territorium. Und in diesem Kerngebiet ist es so, dass die Elterntiere viel mehr tolerieren. Und das ist ja fast ähnlich wie bei Menschen. Also würden wir das eigene sichere Terrain verlassen mit ein kleines Kind, dann sind wir aufmerksam. Ja, wir haben das Kind an der Hand und wir gucken in die Umgebung. Ja, wir sondieren.
Und so sollte man das bei Pferden tun, so sollte man es bei Hunden tun. Und das ist so eine Sache, wo wir uns bewusst sein müssen, wann verlässt eigentlich der Haushund sein eigenes angestammtes Terrain und könnte tatsächlich unterwegs auf potenzielle Gefahren stoßen. Herr Neighbor, es kursiert das Gerücht, dass bei Ihnen die Hunde nur an der Leine laufen. Ist das so oder gewähren Sie dem Hund auch das Bedürfnis, sich frei zu bewegen? Also die Zielsetzung von Erziehung ist, dass man keine Leine braucht. Ja, die Leine ist möglicherweise notwendig in der Erziehungsphase, weil wir als Mensch eigentlich nicht ausgerichtet sind, biologisch gesehen, um Hunde zu erziehen. Da sind wir uns bei Pferden bewusst, deswegen ist es so, dass wir bei Pferden an der Longe arbeiten. Bei Hunden finde ich es vielmal wichtiger, als größtes Ziel zu haben, dass das Tier sich von sich aus gerne und freiwillig an einem orientiert. Und nicht, weil er muss, sondern weil er denkt, du bist mir viel wert und du bringst mir die Sachen bei, die ich gerne möchte. Und wir machen das gemeinsam. Und das bedeutet, dass wir Gefühl wird ja nicht recht getan, wenn man sagt, so knipst von der Leine und lauf, mach dein Ding. Das ist der gesellschaftliche Irrtum, finde ich, dass man sagt, von Hunden sind asoziale Viecher und die muss man Freilauf geben, damit die deren eigene Sachen machen können. Aber ist die Leine kein Muss? Eigentlich ist die Leine nur ein Muss. Nicht bei Natural Dogmanship. Nee. Aber also für den Hund wäre es ein Muss. Er muss an der Leine laufen? Es gibt ja gesetzliche Pflicht. Ja? Also viele Bereiche, wo Leine Pflicht ist. Aber wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, dann ist er in der Regel nicht an der Leine. Das kommt darauf an, wo ich bin. Also es gibt natürlich Momente, wo das passiert. Aber der kommt gerne mit mir mit. Und in diesem Sinne ist es so, dass ich da finde, dass eine gute Beziehung, die ich nicht über die Leine bemerkbar macht, sondern vielmehr über, dass der Hund eigentlich spontan mitkommt, ohne dass man pausenlos Fuß sagen muss, ohne dass man etwas mit der Leine tun muss. Und ich finde, dass tatsächlich man schon vom Welpen an gucken muss, wie man Leinen minimalistisch vorgeht, um so schnell wie möglich von der Leine wegzukommen. Also kommt dieses Gerücht, dass der Hund nur hinterherlaufen darf an der Leine daher, dass es einfach eine am Anfang eine Erziehungsfrage ist oder eine Beziehungsfrage, dass man durch die Leine als Hilfsmittel Leine oder mit Hilfsmittel Leine die Beziehung aufbaut zum Hund. Ja, genau. Das ist eine artifizielle, nicht natürliche Begrenzung, die durchgeführt wird, weil wir Menschen nicht schnell genug sind. So muss man das sehen. Aber es geht nicht darum, nur zu begrenzen, sondern derjenige, der begrenzt, sollte auch Möglichkeiten bieten. Und das wird vergessen bei diesem Gerücht, ja, dass Hunde nur hinterher dappeln dürfen, weil es ist unsere eigentlich, finde ich, Pflicht als Hundehalter, daran zu arbeiten, dass der Hund Möglichkeiten bekommt, sich mit seinen Veranlagungen zu beschäftigen, aber das in Zusammenarbeit und nicht in Alleingang. Ja. Warum, ganz provokant gefragt, warum darf der Hund nicht frei laufen? Welche Rolle nimmt der Freilauf oder das Freilassen des Hundes bei Ihnen in der Philosophie ein? Ich würde gerne da ein Beispiel von geben. Die meisten Menschen, die dem Hund Freilauf geben, die gehen davon aus, dass Hunde Bewegungsbedürfnis haben. Wir gehen davon aus, der Hund hat einen Tatendrang. Er möchte etwas tun. Und wenn wir nur vom Bewegungsbedürfnis ausgehen und mit das im Kopf den Hund laufen lassen und er hat einen Tatendrang, er wird dann eigentlich seine natürlichen Bedürfnisse befriedigen und er wird, weil wir irgendwie ihm nichts beibringen, selber dann etwas erarbeiten müssen. Und wenn er damit anfängt, dann sagen die meisten Hundebesitzer, nein, hör damit auf. Und das ist eigentlich ein pausloser Hü und Hot, was da passiert. Das nenne ich der konsequente Inkonsequenz. Ja? Und ich finde es wichtig, dass man davon ausgeht, dass Freiheit im Kopf wichtig ist. Es gibt keinen Freilauf. Das ist eine Utopie. Ja? Es gibt für Menschen keinen Freilauf. Und würde der Hund hündisch leben, auch als Stadthund, dann hat er seine eigene Klemme und sein eigenes Gebiet. Und das ist wie ein Drogendeal-Gang, kann man sagen. Der hat ein eigenes Dealgebiet und das wird verteidigt gegen Fremde. Und das tun Hunde auch. Es gibt also keinen Freilauf. Das Problem ist zudem, dass der Nicht-Stadthund meistens verstärkt auch noch sein natürliches Territorialverhalten zeigt.
Und das bedeutet, wenn er einen fremden Hund sieht unterwegs, denkt er, was tut der fremde Hund hier in meinem Gebiet? Und für mich ist es wichtig, dass für meine Hunde klar ist, dass es mein Gebiet ist und er deswegen auch da sein darf und nicht andersrum. Und für meinen Hund finde ich es wichtig, dass er das Gefühl hat, ich brauche nicht auf Sicherheit zu achten. Wenn da etwas anstehen würde, dann macht der Jan das wohl. Also brauche ich mich nicht zu kümmern. Ich habe meinen Kopf frei für andere Sachen. Wenn Hunde Freilauf haben, und ich muss das zu diesen Gänsefüßchen stellen, dann ist das fette Arbeit für die meisten Hunde. Die meisten Menschen bemerken auch, der Hund haut nicht ab, sondern er ist mehr oder weniger immer in einem Kreis von 10, 20, 30 Meter um den Menschen herum. Das nennt man Umsorgen. Und dann ist es so, dass man sehr oft hört, ja, der möchte einfach nur Hallo sagen, der Hund, wenn er durchstartet Richtung einen anderen Hund. Also das ist bekannt als de Kibitz-Strategie. Ein Kibitz-Mutter, wo die Küken bedroht sind, weil ein Fuchs auf die Wiese kommt, entfernt sich von den Küken und zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Genau das ist, was dieser Hund dann auch tut. Er rast, er startet durch Richtung anderen Hund, zieht alle Aufmerksamkeit auf sich, damit dieser Hund nicht in der Nähe kommt von seinem Nachzügling, der Mensch. Aber der Wolf, also in dem Wolfsrudel, da laufen die einzelnen Rudelmitglieder ja frei. Die bewegen sich ja frei. Nee. Ja, doch, im Kerngebiet wird viel mehr toleranter vorgegangen. Aber es ist so, dass wenn das Rudel in die Richtung von der Grenze vom Territorium kommt, dann ist es tatsächlich so, dass die Kinder, die sich zu viel erlauben, ernsthaft gemaßregelt werden. Also richtig bitter ernst. Und das ist so eine Sache, wo es bei auch da keinen Freilauf gibt. Nur, das ist sehr wohl der Fall, dass nach einer Erziehungsphase bei Wölfen natürlich Nachwuchs auswandert. Und das ist der krasse Unterschied in das Leben von unserem Haushund und das Leben in freier Wildbahn, weil die Erziehung von Kaninen untereinander wäre eigentlich mit der gleichen Zielsetzung, wie wir bei unseren Kindern durchführen. Und die Kinder, die würden wir ständig mehr Freiheiten gewährleisten, bis die eigentlich uns nicht mehr brauchen. Und so ein Leben wird der Hund niemals führen, weil er lebt eigentlich bei uns und bleibt bei uns. Also er hat eigentlich den Luxus, dass er in der Kindrolle bleiben darf und nicht für sich selber pauslos sorgen muss und sich Gedanken machen muss. Aber ist es denn auch nicht da? Also ich habe jetzt zum Beispiel selber im Verwandtenkreis das Beispiel, dass ein Hundebesitzer sagt und klar davon überzeugt ist, dass das Bedürfnis seines Hundes ist, sich frei zu bewegen. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass der Hund das braucht. Mhm. Was sagen Sie denn dazu? Ich finde, wenn wir gucken nach der gesamten Physiologie bei der Hund, dann ist es echt wichtig, dass der Hund aktiv ist. Aber wir in Europa haben irgendeine künstliche Trennung gemacht zwischen Kopf und Körper. Der mentale Ebene und der physische Ebene, so gesagt. Der Hund bewegt nie nur seinen Körper, sondern es bewegt sich auch etwas im Kopf. Und Bewegungsbedürfnis ist eigentlich eine Sache, die man sehr schnell entschärfen kann. Weil wenn diese gleiche Person einen Wurfwelpen sich angucken würde und sehen würde, wie die Welpen, die noch blind und taub sind, Kreise drehen und dabei vielleicht Pendelbewegungen mit dem Kopf machen, vielleicht Geräusche produzieren, diese Person würde sagen, ja, der Welpe ist auf der Suche nach der Titze oder nach Wärme oder nach Geborgenheit. Jedenfalls ist es zielorientiert auf der Suche. Und das bedeutet, dass diese Welpe sich nicht einfach nur so bewegt in der Wurfkiste. Und wenn dann der Welpe sich angedockt hat, hört die Bewegung auf. So, da wäre der Hund noch irgendwie intelligent. Und es kann doch nicht sein, dass in die Entwicklung Hunde verblöden und sich später bewegen, weil sie sich bewegen wollen. Das gibt es nicht bei Kindern und das gibt es auch bei Hunden nicht. Also für mich bedeutet, provokant gesagt, für mich ist, glaube ich, gleichgesetzt beim Hund Bewegung und Lebensfreude. Bewegung ist für den Hund Lebensfreude, bei mir. Mhm. Was würden Sie da mir jetzt entgegensprechen, wenn ich sage, Sie nehmen dem Hund die Lebensfreude, indem Sie ihm die Bewegungsfreiheit nehmen? Also Bewegungsfreiheit ist eine Sache, die man natürlich auf verschiedene Weise sehen könnte.
Ich finde, dass der Hund tatsächlich aktiv sein sollte. Ja, das ist auch wichtig. Er sollte körperlich sich auch aktivieren, um eigentlich etwas zu erarbeiten. Ja, und das bedeutet tatsächlich auf Chancen orientiert und nicht pausenlos auf Risiken orientiert. Und diese Möglichkeit muss der Hund auch kriegen. Ich finde, er sollte durchstarten können. Er sollte also rennen können. Er sollte also, wenn man zum Beispiel auf große Distanzen, nämlich 80 Meter, 100 Meter, wird ein Dummy hochgeworfen. Und dann sollte er die Möglichkeit haben, das anzugucken. Und sobald dieser Dummy gelandet ist, dann kann er durchstarten. Dann wird er losgeschickt. Ja, aber der Hund möchte eigentlich Verbindlichkeiten statt Freilauf. Das ist ein wesentlicher Punkt. Trotzdem, wir Menschen sollten dafür sorgen, dass auch physiologisch gesehen der Hund nicht irgendwie nur sein Essen bekommt, ohne etwas zu tun, sondern wenn man dafür gearbeitet hat, ist sogar das Essen irgendwie, das Erarbeiten von Essen ist ein wesentlicher Punkt für den Hund. Und da wird der Hund aktiv. Aber Freilauf ist kein Lebensfreude. Okay, wenn es jetzt um Freilauf, Leine, Nicht-Leine geht, wo bewegt sich der Hund, dann geht es ja auch oft um den Kontakt mit anderen Hunden. Ja. Warum verbieten Sie jeglichen Kontakt mit anderen Hunden? Auch ein Mythos, weil wir müssen uns bewusst sein als Hundebesitzer, dass Hunde in einer so strukturierten Gesellschaft leben, dass es unumgänglich ist, dass man unterwegs andere Hunde treffen wird. Man kann das nicht vermeiden. Also finde ich es wichtig, dafür zu sorgen, dass ein Hund sich so gut betreut fühlt, dass er weiß, dass wenn da andere Hunde sind, und ich würde sagen, geh mal hin, geh mal gucken, dass ich diese Hunde eingeschätzt habe als nicht potenziell gefährlich für ihn. Und so kann er mit anderen Emotionen zu diesen Hunden hingehen, als wie muss ich die einschätzen und so. Das ist so ein Punkt, der mir wichtig ist und die schon in Welpenschulen vermittelt werden sollte, so dass der Welpe mitkriegt, mein Mensch sorgt dafür, dass ich nicht gemobbt werde, ja? Und mein Mensch sorgt dafür, dass ich nicht mobbe. Ja? Also, und das ist ein Teil von Erziehung, die tatsächlich gegennatürlich ist, weil Rudelfremde gilt es von Natur aus eher mit Vorsicht zu genießen. Aber warum wird denn immer, oder warum gehen Sie immer direkt von negativem Kontakt aus? Also warum geht man nicht davon aus, dass die Hunde erstmal positiven Kontakt wollen? Mhm. Also ich mache persönlich die Erfahrung, dass Hunde, die sich begegnen, in meinen Augen auch freuen. Oder sehe ich das falsch? Das kommt drauf an, was der Hund von Welpe an gewohnt ist. Also ist der Hund vom Welpe an in der Stadt aufgewachsen, dann ist er, ich sag mal, desensibilisiert. Und bei so einem Hund würde man bemerken, dass er denkt, ja, ein anderer Hund, so what, der läuft dran vorbei. Ja? Und der startet sogar nicht durch. Der junge Hund, der aber auf, mehr ländlich aufwächst und einen anderen Hund sieht, der startet durch und beschwichtigt. Und sagt, so, ich möchte keinen Streit mit dir. Und zeigt sich irgendwie überschwänglich, aber mit der Rute runter, die Ohren etwas angelegt, unsicher. Und sagt, tut mir leid, ich möchte keinen Ärger mit dir. Ja? Und das bedeutet, jede Begrüßung ist dann doch eher spannungsgeladen. Und die Freude ist sehr groß bei Hunden tatsächlich, wenn die Hunde begegnen, treffen unterwegs, die echt auch als gute Freund abgespeichert haben, also von Welpe an meistens kennen. Ja? Dann freuen die sich. Und zusammen fühlen sie sich stärker, das ist klar. Und zusammen würden die noch mehr durchstarten Richtung einen anderen fremden Hund. Ja? Das kennt man auch in der Menschenpolitik mit Koalitionen und so weiter. Diese ganze Idee von, dass man sagt, mein Hund freut sich über jeden einzelnen anderen Hund unterwegs, ist ein Farce. Es ist genauso ein Farce, wie würde man als Mensch in der Stadt rumlaufen und jeder Mensch umarmen und sagen, ach, ich liebe Menschen, ja, ich möchte einfach mal Hallo sagen. Das würden wir als eine schwere Verhaltensproblematik sehen bei der Tierart Mensch. Und das ist es eigentlich auch bei Hunden, es ist nicht normal. Warum lassen Sie dem Hund denn nicht die Eigenständigkeit, das selber zu regeln? Ja. Dass die Hunde das selber untereinander regeln und wenn das einmal geregelt ist, vielleicht gibt es einen, der da nicht so gut bei wegkommt, aber es ist geregelt. Warum lassen Sie das nicht zu? Ja, die meisten Menschen gehen davon aus, dass lasse ich das untereinander regeln, weil die klären dann die Rangordnung. So.
Und das ist eigentlich auch ein Missverständnis, weil man muss sich vorstellen, dass die Rangordnung geklärt wird, wenn man geplant hat, in einer Gruppe weiterzuleben miteinander. Und es ist die Frage, ob Hunde, die sich nicht kennen, dazu bereit sind, mit der anderen in einer Gruppe zusammenzuleben. Ich gebe davon ein Beispiel. Ein Rüde ist mit noch einem anderen Hund im Freilauf unterwegs, mit einer Hündin. Und jetzt kommt die Thematik Sexualität dazu. Ja? Und jetzt sieht er eine andere Rüde, die in die Richtung von die beiden läuft, aber sein Auge mehr in die Richtung von dieser hübschen Hündin hat. Ja? Der Rüde ist dann not amused. Ja? Und das bedeutet, dass wenn er dann durchstartet, diese Rüde, die Interesse in sein Hündin hat, wenn er diese Rüde gegenüber durchstartet, dann ist es so, dass es echt deftig werden kann. Weil Sexualität ist wie bei den Menschen eigentlich eine sehr emotionelle Kiste. Und dann kann es echt deftig werden. Weil Sexualität verstärkt das Territorialverhalten extrem. Ja? Bei Menschen und bei Tieren. Und das bedeutet, was klären die dann untereinander? Ja? Das ist keine Rangordnung, die geklärt wird, sondern es ist weg du hier. Mindestens das. Ich kann dich hier nicht tolerieren. Ja? Wenn der andere echt ein Loser ist, dann kann man vielleicht eine bestimmte Toleranz aufbauen. Wenn von der anderen überhaupt kein Gefahr ausgeht, wenn man ihn überhaupt nicht ernst nehmen kann. Aber das muss man erstmal kreieren. Dafür muss man der anderen eigentlich ein mieses Gefühl besorgen. Also ein Loser-Gefühl. Und wenn der andere denkt, wo ist das nächste Loch irgendwie, ja, dann kann man auch sagen, okay, von mir aus darfst du hier sein, weil du bist keine Bedrohung. Ja? Das ist ja eigentlich, was da so ungefähr läuft. Jede Begegnung von Hunden, die einander nicht kennen, ist spannungsgeladen. Und es wird nicht automatisch die Rangordnung geklärt. Das könnte vielleicht in die zweite Phase passieren. Wenn die Hunde beide bemerken, du trägst die Verantwortung über deinen Mensch, ich trage die Verantwortung über meinen Mensch. Und blöderweise sind die Menschen jetzt hier vor Ort um Stelle und meiden das nicht. Dann müssen wir gucken, irgendwie, dass wir miteinander zurechtkommen. Also wie würden Sie den, den Kontakt dann zulassen? Also wie sähe das bei Ihnen aus, der Hundekontakt? Also ich würde ganz wählerisch sein. Ich würde eigentlich den anderen Hund auf Distanz schon irgendwie mehr oder weniger einschätzen. Und wenn ich bemerke... Was kann nicht jeder? Das muss in der Hundeschule vermittelt werden, finde ich. Also ich finde, ein guter Hundebesitzer kennt sich nicht nur mit seinem eigenen Hund aus. Eine gute Hundeschule vermittelt jedem Hundebesitzer Wissen über Hunde im Allgemeinen, über Körpersprache und lernt diese Mensch auch andere Hunde einzuschätzen und vor allem auch den Kontakt zu begleiten. Und da muss man auch nicht irgendwie panisch sein oder irgendwie pauslos nur abschirmen, weil das ist so ein Missverständnis, dass, was Sie gerade gesagt haben, bei Natural Dogs muss jeder Kontakt gemieden werden, das finde ich falsch, weil was der Hund nicht kennt, macht noch mehr Sorgen. Und ich finde, es macht mehr Sinn zu gucken, wie kann ich viel Hundekontakte herstellen, die gut begleitet sind durch den Mensch, wodurch der Hund bemerkt, okay, andere Hunde, ja, ist nicht so extrem problematisch. Beantworten Sie die Frage mal mit falsch oder richtig. Gehen Sie immer von negativem Kontakt erstmal aus bei Hunden? Das ist ja schon mit falsch oder richtig schwer zu sagen. Das würde ich gerne etwas zu sagen. Weil ich gehe davon aus, dass es spannungsgeladen ist. Also, ja, es gibt einen negativen Touch. Sei es, geht um zwei Geschlechter. Ja, dann ist es so, dass oft einer sich freut und wenn man Glück hat, zwei sich freuen. Ja? Nur dann ein Mensch nicht, weil ja, das möchte man nicht immer. Aber die ersten Kontakte sind spannungsgeladen. Woran kann man denn sehen, dass, also wenn Sie jetzt sagen, gut, man muss lernen, die anderen Hunde auch einzuschätzen als Hundebesitzer, woran kann man denn sehen, dass der andere Hund einen positiven Kontakt will? Woran sehen Sie das? Beispiel sieht man das, indem der Hund nicht seinen Kopf runternimmt und fixiert, weil das wäre so diese Drohgeste, was tust du auf mein Terrain? Sondern wenn der Hund eher irgendwie jugendliches Verhalten zeigt. Also eher Spielaufforderung, wobei Spielaufforderung nicht unschuldig ist, weil es steckt Forderung im Teil vom Wort. Und Spielaufforderung ist so eine Sache, die auf verschiedene Weise passieren kann. Ist das mit einem bestimmten Körperrespekt der anderen Hund gegenüber?
dann finde ich das okay. Aber sieht man, dass das übergriffig wird, dann ist das nicht okay. Und das bedeutet, dass man das meistens schon auf Distanz sehen kann. Man sieht es an der Bewegungsart, ist es so, dass der Hund irgendwie sagt, so, wollen wir mal, und meistens ist es tatsächlich auch ein Kräftemessen, ja. Wollen wir mal gucken, und wenn man bemerkt, mein eigener Hund möchte das nicht, dann muss man auch bei so einem freundlichen Hund irgendwie als Mensch sagen, nee, das lassen wir jetzt sein. Aber in der Regel finde ich es wichtig, Plätze zu besuchen, wo Hunde sind, die andere Hunde tagtäglich gewohnt sind. Also, wenn ich möchte, dass mein Hund sich gewöhnt an Hundekontakte, dann würde ich den Stadtpark in Köln vorschlagen, das Strand in Holland. Ja? Weil die Stadthunde sind ja irgendwie mehr abgebrüht und die Strandhunde, da ist viel Platz, das ist viel entspannter. Und ich würde auch dem Mensch dann empfehlen, bitte gib deinem Hund die Möglichkeit, so zu interagieren mit den anderen Hunden, so wie die Natur ihm das auch ermöglicht körperlich. Und das bedeutet ohne Leine. Und von außen kannst du viel mehr begleiten, als dass du versuchst, deinen Hund panisch zurückzuhalten. Weil das ist die Irrtum, wenn es um Natural Dogmanship geht, die sehr oft in die Öffentlichkeit kursiert. Ich finde, man sollte gucken, dass man das so entspannt wie möglich als Mensch reguliert. Wie im Kindergarten. Freuen sich Hunde über Kontakt? Ja, bestimmte Kontakte sind sehr willkommen. Und ich muss echt sagen, dass zum Beispiel Hunde, die Hundefreunde haben, sich meistens auf einmal viel sicherer fühlen, wenn die mit deren Freunden zusammen sind. Weil diese anderen Hunde, die verstehen einen viel besser. Und das bedeutet, in der Gruppe fühlt man sich stärker. Und da freuen sich Hunde sehr wohl. Die meisten Hunde freuen sich nicht automatisch über einen fremden Hund. Herr Neber, gibt es nie, oder würde es bei Ihnen nie eine Situation geben, wo Sie Ihren Hund frei agieren lassen? Innerhalb bestimmter Rahmen. Ja, also, aber das macht schon klar, innerhalb bestimmter Rahmen. Das bedeutet, dass das tatsächlich eine Sache ist, wo ich sage, doch, bei mir auf dem Terrain, wenn wir Gasthunde haben, dann darf mein Hund frei mit dem anderen Hund interagieren. Aber es gibt ja Spielregeln. Und wenn einer von beiden sich übernimmt in den Kontakt, dann würde ich wie ein normaler Papa oder normale Mama irgendwie sagen, hey, so geht es nicht. Ja? Und das bedeutet, da ist immer ein soziales Regulieren vorhanden. Aber ich finde, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, das wäre die Devise. Ja? Das ist in die Regulierung von Hundekontakten wichtig. Also eigentlich muss man ja davon ausgehen, oder gehe ich jetzt davon aus, dass wenn man Hundebesitzer ist, eigentlich für sich lernen muss, also die Sprache des Hundes lernen muss. Ja. Was sagt der andere Hund oder was sagt mein Hund? Und würden Sie sagen, dass das viele Menschen überhaupt nicht wissen? Ich würde das behaupten. Ja, viele Menschen, die denken, der Hund wedelt mit der Rute, also ist er freundlich. Aber wedeln mit der Rute ist ähnlich wie bei Menschen das hier so, sehr oft in die erste Begegnung mit Hunden, und das ist tatsächlich meistens spannungsgeladen. Spiel kennzeichnet sich dadurch, dass man sich komplett entspannt fühlt. Und Spiel ist nicht so, dass das muss. Und sehr oft sieht man in die Begegnung zwischen zwei Hunden, dass der eine sagt, hey du, wir spielen miteinander. Und das ist dann kein Spiel, das ist ein Streitgespräch, das ist eine Diskussion. Und wenn zwei Hunde sich echt durch und durch kennen, dann sieht man, dass die einander greifen und dass die Schwachstellen, körperliche Schwachstellen auch freigeben, weil die verstehen, bei diesem anderen Hund bin ich niemals in Gefahr, das ist vertraut. Also mit Vertrauten spielt man. Mit Unbekannten ist das meistens eine spannungsgeladene Diskussion, die da stattfindet. Das wird in unserer Gesellschaft durcheinander gebracht. Ich finde trotzdem, dass man gucken muss, wie kann ich meinen Hund offen machen für das Kreieren von neuen Kontakten mit anderen Hunden. Und das geht am besten über eine soziale Regulierung, wie das tatsächlich auch mit Kindern in das Kreieren von neuen Kontakten passiert, wo die Erwachsenen mehr eine Intermediärrolle erfüllen. Und das ist unsere Aufgabe auch bei dem Hund. Wie erklären Sie sich denn dann die Fälle, also die sind mir jetzt bekannt, ich weiß nicht, wie Sie die einordnen würden, aber ich kenne die Fälle, dass es gibt ja sehr naturverbundene Menschen, die mit ihren Hunden überall hingehen, die ihren Hund frei laufen lassen, nie mit einer Leine gearbeitet haben. Mhm.
Wie passiert dann sowas? Also da ist ja eine, da hat er ja eine Bindung oder ist eine Beziehung, hat ja statt, oder hat ja schon stattgefunden, ja, die nicht mehr zu kitten ist. Mhm. Ohne jetzt mit der Leine vorweg zu arbeiten, ohne den Kontakt vorweg, als Mensch vorwegzunehmen. Ja. Wie erklären Sie sich das? Ja, es kommt darauf an, wer zu wem eine bestimmte Bindung aufbaut. Ja, und bei, also solche Situationen sehe ich meistens doch ziemlich nostalgisch und rosa-rot denkender Mensch, der alles nicht so ernst nimmt. Und ich finde, das hat auch eine bestimmte Qualität, weil diese Menschen sind entspannt. Mhm. Ja, das ist eine bestimmte Qualität. Aber man sieht bei diesen Hunden, dass die tatsächlich deren Aufgabe so ernsthaft widmen, dass die niemals von diesem Mensch weggehen. Die sind immer um diesen Mensch herum. Und der Mensch hat nur Glück gehabt, dass der Hund nicht übertreibt in das Regulieren von der Kontakt mit anderen Hunden. Und man würde mal testen müssen, wie diese Hunde reagieren, wenn man eigentlich einen fremden Hund zum eigenen Mensch schickt. Und dann sieht man, dass gesplittert wird. Und das bedeutet tatsächlich, dass meistens diese Hunde, die so mit den Menschen leben, regulierend auftreten und dann auch eine Kontrollsucht entwickeln zum Teil. Und das bedeutet, dass die ganze Zeit beschäftigt sind mit irgendwie sondieren. Ich nenne das der, ich sag mal, Volksbankhund, der macht dir den Weg frei. Ja? Und das bedeutet tatsächlich so eine Sache von, dass die Menschen sich nicht bewusst sind, dass die betreut wohnen. Ja. Herr Nebauer, danke schön. War mir ein Vergnügen.